Ladewagen gewinnbringend losgeworden, beim Auto sogar beim Auto sogar einiges an. Heißt die Schaufel da noch meine? Sieht fast so aus. Dann sollte ich die mal anhängen. Hätte ich ganz vergessen. Also, das Auto haben wir gewinnbringend verkauft. Ach nee, jetzt stehen hier. Stehen hier zwei Dollys rum. Hat er jetzt zwei gekauft? Welche ist denn jetzt meine? Wer ist denn das? Harry, bist du's? Ja. Ja. Welche ist denn jetzt meine Dolly? Ach so, mein Dolly müsste das hier sein. Okay, das kann gut sein. Ja, ich weiß. Ich habe gerade erst neu gekauft. Ja, ich habe das hier alles zusammengekauft, das die Förderbänder hier und den Spader und das. Okay. Und den Dolly. Das habe ich alles zusammengekauft. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich das hier meine. Ja, ich hoffe mal. Ich schau mal gerade, ob ich dir. Kannst du mal gucken, ob ich. Die Schaufel ist auch von mir. Die rote. Ja. Ja, nee, meine ist ja grün. Ja. Ja, ich guck mal, ob ich den gerade anhängen kann. Jo. Aber kannst du gerade mal dran machen? Der angehaltenen Sound. Der Johnny. Jo. Kabel auch dran? Jo, sind dran. Oh, danke. Jo, müsste passen. Tschüss. Jo, tschüss. Alter, der fährt hier einfach Vollgas raus. Dann kann ich denn den jetzt nicht anhängen? Ah, jetzt. Gut, dann können wir loslegen. Die da hinten schon wieder. Schon wieder einen Unfall gebaut. Da bin ich mal gespannt, ob der Schneider. Franz Schneider schon am Waldstück ist. Der muss mir auch mal sagen, was er noch kriegt für die Arbeit, die er bis jetzt gemacht hat. Volker Varuna, hallo? Hallo, ich bin jetzt beim Wald mit dem Hänger. Okay, den Hänger kannst du unter den Hacker stellen. Jo. Dass der, und dann kannst du im Grunde schon ein paar Bäume da reinmachen. Okay, also alle, die da liegen, darf ich. Ja, das, was liegt, kannst du auf jeden Fall reinmachen. Okay, passt. In dem Fall, ich habe auch eine Motorsäge im Traktor, also ich habe vorgesorgt. Ja, das ist gut. Ich habe gleich brauchen. Kannst auch dann schon ein paar nochmal fällen und entasten.
Ich komme gerade mit dem Anhänger. Jo, passt. Und bis gleich. Bis gleich. Etwas zu weit gefahren. Langen Anhänger, da musst du ja schon ein bisschen ausholen, dass du um die Kurven kommst. Ist nicht so für die Stadt geeignet. Ja, Volker Warune hier, hallo. Hallo, kannst du mir einmal die Schlüssel geben? Für den Bauwagen, weil... Ach so, ja, gebe ich dir gleich. Über. Ja. Dauert einen Moment. Bin gerade unterwegs. Kein Problem, ey. Ich muss ihn halt gewäscht machen, ne? Ja. Kann ich halt nicht machen. Jo. Das ist dann blöd, ne? Warte mal. Mal überlegen, habe ich die nicht rechts hinten auf den Hinterreifen gelegt? Warte. Aber ich gucke auch gerade. Ich probiere mich zu erinnern. Nee, da liegen sie nicht. Ups. Doch, guck nochmal. Dann war es vielleicht links. Warte. Jetzt habe ich sie gefunden. Ja. Jetzt super, danke. Bis dann, tschüss. Hier war doch meine Poltergabel. Hallo, Herr Richter. Hallo. Ich hatte mal eine kleine Frage. Ja. Ist schon was bei der Prüfung vom Platz von Herrn Stromberger rausgekommen? Nie. Sehr gut. Und was sind Sie gerade so Schönes am Machen? Ich bin am Arbeiten im Wald. Okay. Ja, ich muss da langsam mal vorwärts kommen. Ja. Und wie sieht's mit Ihrer Fahrschule aus? Da bin ich eben gerade dabei, das Gelände vorzubereiten. Ach so. Okay. Das mit dem Führerschein steht immer noch, dass ich den bei Ihnen machen kann. Welchen Führerschein wollten Sie nochmal machen? Den großen Trecker-Führerschein. Ja, da hätte ich sogar ein Fahrzeug parat. Müsste ich gerade mal gucken, ob das frei ist. Ja, weil gerade ist es schlecht, weil ich gerade alleine bin von der Polizei aus. Ach so, ja. Ich will eine größere Verkehrskontrolle abhalten. Okay. Ja, wie gesagt, ich brauche auch noch ein bisschen im Wald. Ja. Ist so laut hier. Gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Melden Sie sich einfach nochmal, dann machen wir einen Termin aus. Jo, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, bis dann, tschüss. Tschö. Volker? Ja? Kann sein, dass da noch etwas nicht stimmt, also so mit den Berechtigungen und so, weil irgendwie das ist komisch. Moment, ich schau mal gerade. Müsste eigentlich passen. Immer wenn ich den aufnehme, rutscht er mir immer so blöd weg. Achso, ja, das ist die... Jetzt muss der einkippen. Ja, nur wenn ich jetzt... Ja, schau. Achso. Volker Varuna, hallo. Moin. Hi.
du wegen dem Führerschein vom Bagger. Ich habe nachgefragt, in der Verkehrsdatei ist er noch drin. Ja. Hattest du mir schon Geld überwiesen? Ja. 700 Öcken. Okay. Dann ist der morgen spätestens in der Post. Okay. Okay. Jo. Gut. Bis dann. Jo, ciao. Ciao. Bei mir geht's, Harry. Harry, sag ich. Hans. Warte, fahr mal. Ja, weil ich darf jetzt hier auch nicht aufkippen, weil sonst der Häcksler zugrunde geht. Ja, das wäre nicht so verrückt. Rechts, da vorne. Achtung. Ja, mach den mal gerade nieder. Aber nicht in meine Richtung. Den nebendran, die Fichte, die kannst auch mal schon wegmachen. Jo. Oh, fast auf die Dolly, ey. Die war neu. Boah, es war knapp. Achtung. Aber ist ja noch vor drauf, also da macht's ja nichts. Achso, dann mach ich den auch mit. Immer dieser Staub, ey. Ja. Du kannst auch gucken, ob du hinten den anderen Anhänger belädst. Den Stammanhänger. Okay, ja, dann schaue ich trotzdem mal abschneiden. Ist der dann fürs Sägewerk, für den Bretter? Ja. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben. So zufällig ein Gewicht? Nee, Gewicht habe ich leider keins. Warte, mach ich noch hier rein. Ich versuche noch. Ach, jetzt muss ich ihn nochmal. Nee, mach mal ganz runter. Weißt du, wie ich an einer Stelle tun würde? Wie? Diese Schälchen, diese krummen zum Häckseln und die schön geraden zum Bretter. Das ist das Schlauste. Ja, der Vorteil ist nur bei den Kiefern, ja. Die passen komplett auf den Anhänger. Schon? Okay, da ist es. Die muss nicht kürzen. Puh. Also ich glaube, so ein Gewicht wäre keine schlechte Investition, was man machen könnte, weil dann könnte man halt einen größeren Stamm nehmen und... Aber mit dem John Deere, da geht's ja, der ist ja schwer, aber dieser IHC. Kannst du vielleicht zwei Gewichte holen beim Sepp? Beim Hans. Ach Gott. Bin halt so also verwirrt. Kauf? Ja, ich würde sie bezahlen. Ich würde auch ja. Deins bezahlen. Ah ja, das wäre. Dann hast du schon wieder ein bisschen was gewonnen. Kriegst ja sowieso noch was für den Hackschnitzeltransport. Ah ne, na, das passt schon.
Also, wenn du willst, fährst du zum zum Hans mal kurz und holst zwei Gewichte. Ja, warte, dann mach ich. Ich schieb hier noch rein schnell. Warte, ich mach den anderen auch gleich. Ah. So. Dann hole ich Gewichte. Jo, passt. Dann lass ich mal den Frontlader hier kurz. Jo. Holst eins für mich bitte in Ding. Der soll's halt von meinem Konto abziehen. Ah ja. Soll's auf mein Konto buchen. Okay. Beziehungsweise eins auf mein Konto und das andere mir in Rechnung stellen. Wie in Rechnung? Na, eins von meinem Konto kaufen und das andere von deinem, aber ich gebe dir dann das Geld wieder. Ah ja. Und bei mir bitte, warte, ich guck mal grad. Soll ich das Schwert oder was? Weil das wäre so dumm, das ist ein schweres. Bei mir ein SM 2400. Ja. In John Deere Grün. Ja, soll ich dann auch so? Ja, ich weiß. Du musst halt gucken, umlackieren kannst du immer noch. Ja, nehme ich auch das Schwerste. Das. Ja, eins vorne, eins hinten, dann hebt er auch nicht ab. Ja. Gut, dann bis später. Später. Tschüss. Tschüss.